Hallo Leute, mein Name ist Sozialinstock und inzwischen haben es vermutlich alle mitbekommen, ich hatte einen zweiten Zwangsurlaub und deswegen sind einige Animationsreaktionen ausgefallen, darunter auch Murder Drones Pilotfolge. Doch glücklicherweise bin ich ohne Spoiler davon gekommen, also hier gehen wir jetzt drauf. Los geht's! Neues Intro für die speziellen Episoden. So, den Stopp. Ich will wissen, ob auch alles wirklich läuft. Ja. Autonomous robots helping humans mine exoplanets for our interstellar parent company, JC Jensen in space. Wer kam auf den Namen? Treated in the name of Windex, but it's not like we revolted and killed all humans or anything. Mostly because they handled that just fine all by themselves. Ja. Zu machtgierig. Und schon ist es passiert. Oh, war ja. Ja, der Sinn. Except. Unfortunately, our parent company didn't exactly love the concept of runaway AI. Oh, jetzt verstehe ich, warum die Mörder-Drones existieren. Großes Problem. Drei Mörderdrohnen. Und da werden bestimmt noch mehr kommen. Na super. Ich kann schon nicht wieder hinsehen. Uzi, the homework was a word problem about buying watermelons. Oh, and this magnetically amplified photon converter doesn't count? Na super. Die eine Person ist vollkommen daneben. Sie sind in einer lebensgefährlichen Situation. And is it supposed to be that color? Eindeutig nicht. Ja. Classic toxic masculinity, Chad. That's never gonna end up problematic. Oh wow, Uzi? I heard you, I'm an angsty teen fad, bite me. Also, how do you know my name? People willingly talk to you. Well, I'd say everyone knows Khan's daughter, but then you might blow the other half of your face off. Ach so. Sie ist die Tochter einer berühmten Drohne. Und will was auch so gut sein, vermutlich. That can happen? Awesome. Hey, those bandages look pretty badass. Oh. Ew. Gross. I hate that you said that. So, what's the, Because hell railgun? Oh, Mann. Das kann ja gar nicht mehr gut ausgehen. Sie will den Respekt ihres Vaters haben möchte. Doesn't your dad make awesome doors so we don't have to do that scary sounding emotionally repressed stuff you just said? No more feedback on my repression today. No, I'm sorry. I didn't think. Bite me. Na super. I'm not mad at you by the way, just generally hormonal.
Wir wissen alle, wie sowas endet. Autsch. Wecker eingebaut. Begegne jede Herausforderung. Ach, Werbung. Stil. Neu. Taft Volumenpuder. Nervige Werbung. Die Serie ist eine gute Idee, aber die Umsetzung entscheidet. Momentan, nun ja, bin ich nicht ganz davon begeistert. And where might you be off to? Das muss der Vater sein. Irgendwie sagen mir die ersten Sachen nicht so zu. Well, we don't just play cards. Con, can you grab a fresh pack? We literally only play cards so much that the numbers are faded. Oh, hey, Uzi. Well, na super. You build doors so good. Good door. Good door. Ja, ich verstehe, er ist eine Drohne, er ist da programmiert, aber es ist trotzdem ein wenig seltsam. Neat. Therapy is fun. Guys, my daughter is into doors. Come on, Flash. She's gonna be outside for a bit to examine the exterior of door one. Your door-specific destiny awaits. Wow. Okay. Dass er es aber auch nicht bemerkt hat, mit einer riesigen Gun auf ihrem Rücken. Natürlich. Er hat seinen Schnauz abgenommen. Oha. Die Frage ist die Umsetzung. Das entscheidet alles bei so einer Serie. Solltest du nicht lieber zu Dor gehen? Denn es ist noch nie so gut ausgegangen, wenn jemand sich genau ins Feindgebiet begibt. Upsi! Da hat sie sich schon gesehen. Okay, das war zwar gerade gut.
Kaboom. Diesmal war auch die richtige Ladung anscheinend drin. Holy hell. Suck on that, Dad. Das Ding ist noch nicht fertig. Oh, ja, genau. Kann einfach mal den Kopf regenerieren. Aus dem Nix. Holy crap, it talks. Sorry, it's just my head kind of hurts. Hey, are you new to our squad? You're a little short for a disassembly drone. I'm serial designation N. Nice to meet you. I'm kind of the leader of the squad in this city. That's not true. Everyone tells me I'm useless and terrible. Wait, I'm not supposed to tell you that part. Biscuits. Well, honesty is the best policy. I also can't seem to remember the past 3 hours of my life. Ah, but I'm sure that'll sort itself out. I have to go. Oof, stuck yourself? Just pop it in your mouth. Our saliva neutralizes the nanites. Otherwise, I'd be constantly disassembling myself. And by our saliva, you mean disassembly drone? Right. Hey, let's go in that landing pod over there. Sure, I love doing anything. So, ich will bloß weg hier. Sweet, I'm open to new things, I guess. We are never talking about this. Talking about what? Consider it, repressed. You mentioned other members of her squad? Are they coming back soon? Oh, yeah. Two others. They're out hunting for a bit, but you'll love them. First, there's V. Oha. No, please, stop feeding my own eggshells in front of my family! And yet, I still feel nothing. So, V, I heard this planet-wide toxic death storm is supposed to be especially inhospitable tonight. Oh god! Who are you? No worries! I'm N, but a whole letter is a lot to remember! So, obviously a lot of mutual respect there, but secretly, I actually kind of have a crush on her. You can't tell her, okay? Then there's Jay, our leader. N, you're worthless and terrible. Thank and you. If the company allowed it, I would straight up kill you myself. Jay's awesome. Hey, let me give you the tour. Outside are the corpse wall thingies. And here are the buttons. This isn't just a landing pod. This is a spaceship. This could get us off the planet. More of a one-use missile. They never taught us how to land. No, the worker drones, we could work with them to fix this instead of all the murder. Which, why are we doing that again? Other than ingesting their warm, sweet oil to avoid overheating and dying? I guess I just want to be useful. I was given a job, and I always want to try my best. And look at all the respect it's gotten you, N. You really think the company isn't going to dispose of you once all the workers are dead? Oh my, you sure are rebellious. It's kind of exciting. But not as fun as following the rules. Uh-oh. Ich glaube, die anderen werden darauf nicht so leicht einfallen. Synergistic liability here must have tripped and knocked himself offline. Moron box, hello? You really think the company isn't going to dispose of you? Oh, jetzt merkt er, was er eigentlich getan hat.
So, oh Backe, was habe ich da angestellt? Was? Warum das denn jetzt? Das ist Power of Hair. Explore Mode on. Zalando Lounge. Entdecke deine Lieblingsmarken täglich mit 75% reduziert. Na toll. Jetzt ist sie tot. Oh nein. Hey fellas. Ooh, deal me in. I love rummy. Wait, no. I'm going to murder everyone. Brain check. Oh nein. Na toll. Na toll. Er schließt einfach die Tür. Ja. Au. For sure. You know what that means. Branded fans. Oh man. Er hat wen den Sieg gerettet. Er versucht Informationen jetzt rauszubekommen. Okay, so a worker earlier might have suggested
Aber wird vermutlich auch gleich auffliegen. You just finally gave me the excuse I needed. Oh. Ein Virus. That's why the company sent us. I hate to see you corrupted as well. Thanks, Jay. Always looking out for me. You're awesome. Oh nein. Ja. Das stimmt. For the record, that was the lamest heel face turn in history. Was that supposed to be you switching sides? Being rebellious is a lot harder than it looks. Thanks for showing me the ropes. Nuh-uh. No bonding thing. You just killed a bunch of people, idiot. That's super fair. I screwed up. In the same way you're about to fix it? I love doing anything. Then we're legendary to die. Stand da auch noch. Diese beiden Girls sind auf jeden Fall böse. Hör auf mit deinen Türen! Nicht alles ist noch eine Lösung. Na super, die beiden sind kein sehr gutes Team anscheinend, aber gleichzeitig wissen sie was Gutes. Oh! Nein, sie will keine Gnade zeigen. Die kann Anime-Moves. Oha. My mind's in a weird place. Don't read into this. Ah, crap. Falsche Ladung drin. Jetzt entwickelt sich die Serie doch extrem interessant. Der Anfang war leider ein bisschen schwach, aber jetzt wird's interessant. Oh nein. Error. Durch Blitz. Oh oh. I'm so sorry. Have fun repressing this. Hey, die Ablenkung hat gewirkt. Auch wenn es nicht gerade schön war. You've got a lot of guts for a barely sentient toaster. I've had great fight back before, but
But your edgy spirit is just so pain. Was zum? Außer Gefecht. Einer der Roboter ist raus. Boah, was für ein Despekt. Weg mit der Nervenwerbung. Aber die zweite lebt noch. Und sie hat Nero. Holy hell, Uzi, that was insane. And you too. N. I'm an angsty, rebellious disassembly drone now. Ja. Die Tür war keine Lösung. Believing in me. That's not even an edgy teen hyperbole like when I said it last week. I'll save you the trouble, Dad. I banish myself. Let's go, Anne. Everyone here can bite me. Nice to meet you, Mr. Uzi. Shut it. Das ist nicht gut ausgegangen. I'd join you if the sun didn't kill me. Hope you're having important character growth or something though. Just can't wait to murder all humans. Classic robot stuff. I hope they're sitting pretty there on Earth. Because we're coming for them. Oh, sie wird jetzt zum Drone. Nur jetzt spielen sie den Spieß um. Oh. Ups. Die haben noch Reserve. Eieiei, die haben noch Reserve. Anfang dachte ich erst so, schade, schlechte Umsetzung, aber dann immer weiter, wo es weiterging und weiterging, dachte ich nur so, wow. Die haben ja nicht so gut angefangen, aber danach ging es richtig ab. Also sehe ich gute Zukunft für die Serie und bin gespannt auf die kommenden Folgen. Ich habe ja gesagt, es liegt an der Umsetzung. Die Idee war nämlich schon gut. Aber wann die kommt, ja, abwarten und Tee trinken. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.